Leute, da sind wir wieder zurück bei Mario Galaxy 2 als Luigi mit dem Felsending und wir wollen 5000 Punkte erreichen, um dem Wanderaffen mal zu zeigen, was wir drauf haben. Das dürfte immer schwieriger werden, wir haben im letzten Part schon mal angefangen und gefehlt. Den müssen wir ausweichen oder müssen wir die... Ich versuch's mal so. Das klappt doch wunderbar. Gegen die haben wir gar nichts. Drücke A, um zu springen. Solange wir in der Mitte bleiben, kann mir nichts passieren. Ist auch gar nicht auf Zeit, eigentlich. Aha. Nee, nee. Das klappt auf keinen Fall. Seltsam. Das ist doch gar nicht so schwer. Das ist ziemlich einfach sogar. Einfach so in die Mitte und dann voll Stoff. Ich habe schon 4100 Punkte. Okay. Ist ja nicht auf Zeit. Wo ist das Problem? Oh, da habe ich einen ausgelassen. Aber da sind noch mehr als genug. Das schaffen wir. Natürlich. Das war's auch schon. Man muss fast alle treffen. Okay, es ist nicht wirklich schwierig gewesen. Ich habe jetzt nicht gelesen. Ist auch egal. Der komische Wanderaffe gibt uns den nächsten Powerstern. Irgendwas sagt mir, wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Aber mal abwarten. Okay, dann haben wir schon mal einen Stern aus dieser Galaxie, die ziemlich feurig erscheint. Ach so, das ist die Welt. Mhm. Nice. Röselkegelei, okay. Ja, ja. Okay, Luigi hatte seinen Spaß in der Nebengalaxie und Mario wird die Hauptmission erledigen. Das habe ich erwartet, der Böllebunker. Dann machen wir das zuerst. Drei Parts hintereinander mit, mit diesem Endboss. Aber dann haben wir es auch hinter uns, Leute. Sehen wir es mal so. Legen wir los. Ich bin ziemlich davon überzeugt, das kann nur, weil auf dieser Welt war nicht mehr. Da ist nichts für lila Münzen, nichts für gar nichts ist da. Kometenalarm. Sondern nur Risikokomet, Megamurks für Profis. Sag ich doch. Kriegen wir hin. Also, wir dürfen uns nur nicht treffen lassen. Das ist durchaus machbar. Hört sich jetzt blöd an. Weil ich immer eine Ewigkeit gebraucht habe. Aber das ist irgendwie dann doch machbar. Ja, wie die ganze Galaxie. Ich denke, es geht nur um den Endboss. Das ist ja richtig Zeitverschwendung. Ach, komm bitte, ich lasse dich. Es kommt immer, wenn ich den Mund zu voll nehme, da wird mir gleich mal eine Lektion erteilt. Komm schon. Ah, jetzt verstehe ich, das ist dieser Endboss. Der letzte Endboss. Oh mein Gott. Von Bowser Junior. Aus der vierten Welt. Aus der dritten Welt. Wir kriegen es schon hin. Wir haben 88 Sterne. Da wird es nicht scheitern. Das ist ja cool, da habe ich gar nicht dran gedacht. Da sieht man den Kopf und ich stürze ab. Vielleicht. Doch, ich stürze ab. Irgendwie muss man ja seine Leben loswerden, oder? Das finde ich aber cool. Da ist der Boss. Und da hat er die Bonbons. Ach, genial. Respekt für diesen Einfall, für diese Idee. Und bam. Achso, die Hammerbrüder haben wir auch noch. Die Hammerbrüder haben wir auch noch. Applaus. Kriegen das hin? So, du Depp. Das hätten wir. Johnny.
Ein unnütziger Planet. Hä? Ey, wenn du dich bewegst, ey, das ist so unfair. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Okay, spielen wir erstmal bis dahin und dann werde ich mir das Muster einprägen. Das war knapp. Aber knapp heißt halt. Geschafft. Schum, da bin ich direkt in die Bumerangs gerannt. Sieht kaputt aus. Warum folgt mir keiner? Eine Bande von Idioten. Er nimmt Kurs auf Super Mario. Super Mario wird rennen und springen und ausweichen und neue Wege freilegen und springen und Stampfattacke ausführen, sich ballern lassen und wird treffen. Er wird hinunterfallen, ohne ein Extra-Leben. Und die Bumerang-Hammer-Brüder sind zum Bumerang-Brüder erledigen. Aber sowas von. Leute, ich mag die Galaxie auch nicht. Aber wenn wir sie fertig haben, dann haben wir sie fertig. Okay? So, jetzt muss ich mir das Muster einprägen. Was ist das für ein Kram? Ich weiß nicht, ich versuch's halt mal so. Ach, der geht nicht so weit drüber, der Sack. Ich hab gedacht, der geht weiter rüber. Nein. Bleib da, kein Problem. Wir waren doch alle mal jung. Er war jung und brauchte das Geld. Das ist mal ein krass deutliches Extra-Leben. Da müsste ich 5 Extra-Leben dafür bekommen. Oder besser ein paar Sterne. So, wirf. Das hast du dir so vorgestellt, was? Dieser unnützige Planet. So. Wenn wir hier hinziehen, kann uns fast gar nichts passieren. Im Gegenteil, ein Up. Uff. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Müssen wir nicht gegen die Maschine antreten? Okay. Ich dachte, die Maschine heißt Megamurks. Das da hinten könnte aussehen wie ein Stern. Nee, das ist nur so ein... Ach, verdammt. Ach, doppelverdammt. Aber das kriegen wir schon hin. Gut. Und jetzt kommt noch der Endboss. Mein lieber Schwan, was eine Aufgabenstellung. So ein Idiot, wie er da rumhopst. Könntest du gerade einen Backpfeifer geben, ne?
Gott. So ein Kampf nur für einen Kometenstern, ehrlich. Okay. Kriegen wir irgendwie hin. Ausweichen. Tja, Münzen sammeln bringt uns hier auch nichts. Ich sehe schon, das wird sehr interessant. Pff. Leute, ich werde das machen. Bis zum nächsten Part. Ciao.